Metal-Leute. Ja, ich nehme das an einem Freitag auf, weil Wochenende. Ja. Mal wieder. Ein Lauger weg. Ja, der Rainer ist gerade in letzter Zeit ein bisschen aktiv. Also, das ist fast ein Monat Ruhe und jetzt zockne, zockne, zockne. Ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt. Ach nee, das lassen wir heute drin. Es dauert nicht mehr lange, bis der kommt. Oder wahrscheinlich hat er schon irgendwo einen Kanal aufgemacht und wir haben ihn nicht entdeckt. So, ist das ein Duft. Und immer ein bisschen Meerrettich. Ja, gute Paste voll. Das Messer habe ich jetzt mal sauber gemacht, weil es ging echt nicht mehr. Meerrettich. Könnt ihr immer so fressen? So, gleich in den Kühlschrank damit. Ja. Oh. Sehen wir schon eine leichte Stabilität. Dann kommen natürlich, ihr kennt es ja, paar Krabben. So, aber nur ein paar Stück. So. Jetzt auch in den Kühlschrank. Ja, und das mit dem Uwe, also dass der den nicht rausschmeißt. Würde ich da ums Eck wohnen? Ich täte da. Uiuiui, das darf ich euch gar nicht sagen. So, jetzt haben wir hier. Dann Jagdwurst mit Knobi. Man kann auch Lioner nehmen, ich weiß. Eine Scheibe jetzt bloß. Jetzt müssen wir hier ein bisschen. Da hätte ich es ja höher aufschneiden können. Die kleine Kuhle machen, weil es wird ein bisschen amerikanisch. Ja. wo ist die Bastelschere? Ja. Schneiden wir es mal auf. Die sind ja mini, also brauchen wir bloß ein Mini-Loch. So. Jetzt holen wir mal da ein paar. So, wollen wir mal probieren. Ja. Kennt ihr noch damals im Freibad? Also so war das bei mir, wo es noch nicht überrannt war von Talerhunds und das andere Gesocks. Die Musels. Ja, da gab es die Schaummäuse. Die haben wir da immer gefressen und dann mit vollem Ranse ins Wasser. Ach, war das schön. Na. Ja, das reicht, das reicht. Ich habe eine Idee für ein Meinungsvideo. Mir ist gerade was Saudummes eingefallen. Jetzt, wir wissen ja, Marshmallows tun doch die Amis da überm Lagerfeuer. Gut, hier in meiner Gartenlaube kann ich jetzt kein Lagerfeuer machen. Ich gehe auch nicht raus. So. Ja, da ist es. Mein guter Bunzi, der gibt immer richtig viel Gas. Dann machen wir jetzt mal so. Die fangen ja an zu brennen. Ah, die Kippe. Ja. Jetzt haben wir wunderschöne Röstaromen. Ja. Oma sagt immer, Dreck reinigt den Magen. Ja. Dann nehme ich hier die letzte Scheibe Emmentaler. Ja.
Oh, wie das Knusport. Oh Gott, mir ist jetzt egal. Ich bin ja nachher eh rotzevoll. Und dann wird es neigrendert. Ja, Schärfe machen wir heute diesmal nicht. Ja, Deckel drauf. Und ja, das war die Zigarettenschachtel. Was haben wir denn heute für eine Höhe? Ja, 8,5 Durchmesser. 10. Eine Form wie Annette Mulle. Gibt die alte eigentlich noch? Ja, egal. So, jetzt Puschel für die Girls. Aha. So, und jetzt wird's spannend. Weil Käse drauf ist, Käse muss zerlaufen. Wenn dieser Teller kommt, von meiner Oma, aus der guten alten Zeit, da kommt es in den rotierenden Rudi. Also in meine Mikrowelle. Also, ich mache jetzt hier den da, fahr davon. Und dann kommt die Verkostung. Break. Ja, das haben wir wieder. Und hier ist ein bisschen, ich sag's mal, wie bei den Mullen ausgelaufen. Oh, ja. Also der Boden ist immer recht feucht. Kurz die Tür hier zumachen. Ich glaube, ich krieg's irgendwie in den Bronchien. Egal. Na, schön saftig. Mhm. Anfangs der Meerrettich und dann der, boah, kann ich nicht einordnen. Oh Gott, ich bin voll. Entschuldigung. Aber der Käse, der Emmentaler passt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das noch heiß. Vor der Aufnahme habe ich noch eine Viertelstunde gewartet, aber das ist... Geil. Die Gurken. Ach du Scheiße. Habe ich da Gurken reingeschnitten? Moment. Nee, Käsene, oh, Krabbene. Ich sollte weniger saufen, dann weiß ich, was ich da reingetan habe, aber... Ein geiler Geschmack. Schmeckt irgend... Was habe ich da vorhin reingemettelt? Leute, sorry, aber ich habe echt gerade so ein Brain AFK, Brain Damage. Ihr wisst ja. Aber schmeckt geil. Und dieser Meerrettich-Nachgeschmack, der hat was. Mmh. Heiß, heiß, heiß. Oh ja.
Also ich muss sagen, diese Konstellation, Moment, Schwibschwab, diese Konstellation ist richtig geil. Ja, aber ich will euch nicht... Battle off. Boah, das ist doch nicht mehr normal.